Der Markt selber verändert sich gerade vor dem Hinblick der Kooperationsform extrem gerade weiter. Und das ist spannend, das eröffnet neue Möglichkeiten und eröffnet vor allen Dingen für unternehmerisch denkende Ärzte neue Möglichkeiten. Christoph Gasten ist Steuerberater bei der Kanzlei Laufenberg Michels und Partner in Köln. Wir wollten mal endlich mal wieder ein praktisches Interview machen. Wir wollten euch Dinge mit auf den Weg geben, die für den Praxisalltag wichtig sind. Ein paar Tipps, ein paar Hinweise, wie kann man steuerliche Dinge beachten? Was kann ich als Arzt und Unternehmer tun? Ist es möglich, neben meinem Unternehmen Praxis auch noch ein anderes Unternehmen aufzubauen? Über diese Themen sprechen wir heute im Business Talk Podcast. Und ich möchte meinen Interviewgast, also Herrn Christoph Gasten, nochmal kurz offiziell vorstellen. Ab 2007 absolvierte er das Studium zum Diplom-Finanzwirt und hat dann nochmal ein 2- bis 3-jähriges Masterstudiengang für Steuerwissenschaften hinterhergeschoben. Dann war er bis 2011, und da kommen auch natürlich viel Erfahrung her, bei der Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen tätig und ist seit 2011 Steuerberater und seit 2014 Partner bei der Kanzlei Laufenberg Michels und Partner. Die Kanzlei Laufenberg Michels und Partner übrigens eine der renommiertesten Kanzleien. Ja, man kann sogar sagen, bundesweit, was die Beratung von Heilberuflern angeht. Die Kanzlei spezialisiert auf steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung von Heilberufern, insbesondere Existenzgründung und Begleitung von ärztlichen Kooperationen. Christoph Gasten selbst ist seit 2011 Referent für Steuerberater, Banken, Ärzte und nichtärztliche Leistungserbringer zu steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Themen rund um die Praxisführung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Herrn Gasten zu sprechen, weil er ein ganzheitliches Bild hat von der Beratung von Medizinern, das nicht nur auf das Thema Steuern, aber eben auch auf das Thema Steuern im holistischen, also ganzheitlichen Ansatz beschrieben wird. Wir sprechen sehr viel über Förderungen, wir sprechen sehr viel über Möglichkeiten, wir geben Tipps weiter. Und zu dem Thema Förderung möchte ich noch sagen, das Land Nordrhein-Westfalen hat ja für die hausärztliche Versorgung ein, Strukturförderungsprogramm rausgebracht, das sowohl für Westfalen-Lippe als auch für Nordrhein gilt. Und da machen wir eine extra Verlinkung in die Shownotes. Wenn euch das interessiert, welche Förderung es sowohl im Studium als auch in der Weiterbildung als auch später für die Niederlassung gibt, geht da gerne mal drauf. Und bei Fragen stehe ich immer unter www.businessdoc.online oder info@businessdoc.online zur Verfügung. Und jetzt freut euch drauf auf ein tolles Interview mit dem Steuerberater Christoph Gasten. Wir hören uns gleich wieder. Ja, heute gibt es einen schönen praktischen Podcast. Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Gasten, im Business-Doc-Podcast. Freue mich, dass alle wieder mit dabei sind und dass wir beide mal zusammengekommen sind. Freue mich deshalb so sehr, weil ich glaube, dass wir heute viele praktische Tipps, ich spreche ja sehr viel über das Thema Digitalisierung und so weiter, aber heute geben wir mal ein paar praktische Tipps für die Zuhörer und Zuschauer beziehungsweise für die Hörer des Business Talk Podcasts weiter. Wir steigen mal ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Christoph Gasten? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, mein Name ist Christoph Gasten. Ich bin Partner und Steuerberater in der Kanzlei Laufenberg Michels und Partner. Wir sind eine Steuerberaterkanzlei im Kölner Norden, sind da mit rund 100 Mitarbeitern auf die Beratung von Heilberufen spezialisiert, also auf die Mitarbeiterzahl von 100 Mitarbeiter entfallen 40 rein auf die Heilberufe. Wir betreuen da Praxen jeder Größe, jeder Fachrichtung, also fängt an vom Hausarzt mit 2 Mitarbeitern, geht bis zur Großpraxis mit 600 Mitarbeitern. Das ist so das, was wir im laufenden Geschäft betreuen. Mein persönliches Steckenpferd ist noch immer die Existenzgründung dabei. Ich finde es immer wieder spannend, Ärzte in die Niederlassung zu begleiten, weil es einfach ein hochspannendes Thema ist. Die Ärzte werden nicht so richtig darauf vorbereitet. Da macht es mir immer Freude, die einfach in die richtige Richtung hinzubringen, sozusagen, und sie bei allen Themen, die so rundum da anstehen, zu unterstützen. Mhm. Das ist so der berufliche Part. Dabei, was Privates angeht, ja, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, wohne in Köln, bin, was das Berufliche angeht und auch das Private angeht, somit sehr mit Köln verbunden, bin trotzdem Borussia Mönchengladbach-Fan, ist historisch bedingt eher durch meinen Geburtsort, macht es jetzt in der Praxis etwas schwierig, weil ich jetzt natürlich in der Kanzlei in der Diaspora hier bin oder in Köln, versuche aber das trotzdem zu verteidigen und ich sag mal so, der Erfolg spricht im Moment für Gladbach, sodass ich mir die Kölner da ganz entspannt von oben angucke aus der Tabelle.
Ja, über die Jahre hinweg gesehen ist wahrscheinlich ist auch stressfreier, nicht Köln-Fan zu sein. Da, man setzt sich ja doch immer einer sehr hohen psychischen Belastung aus. Ja. Aber das werden alle Kölner Fans, also Bundesliga-Fans, sicherlich bestätigen können. Sie haben gesagt, Familie, zwei Kinder, ist das so ein bisschen Ausgleich für das, was Sie beruflich machen? Sie haben ja gesagt, Kanzlei mit 100 Mitarbeitern, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt ja doch, dass es eine, nicht nur eine beratende Tätigkeit ist, die Sie ausüben, sondern Sie sind auch als Führungskraft tätig. Also schafft Familie auch Ausgleich? Also in meinem Fall auf jeden Fall, muss ich sagen. Die Familie ist der Anker, sage ich mal, den man hat, um nicht völlig in seinem beruflichen Leben zu versinken, jetzt mal an meiner Stelle. Denn Sie haben völlig recht, 100 Mitarbeiter, da sind so viele unternehmerische Entscheidungen, die wir jeden Tag fällen müssen, unabhängig von der reinen Mandantenberatung. Da hilft das schon sehr weiter. Mhm. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe meinen Hund immer extra bellen lassen im Hintergrund, weil das findet in jedem Podcast statt, dass irgendjemand bei uns an der Tür klingelt und wir in diesem Podcast dann auch über den Hund einmal kurz sprechen müssen. Deshalb, und er hört jetzt auch nicht auf zu bellen, von daher dachte ich sag's einfach mal. Herr Gasten, das Thema Mediziner und Medizinerberatung. Sie haben vorhin schon angesprochen, das ist ja besonders. Das ist deshalb besonders, weil der Mediziner nicht zwangsläufig auch Unternehmer ist. Gerade wenn er sich mit dem Thema der Praxisgründung beschäftigt. Wir beide sind in dieser Beratung tätig und wir wissen um diese, ich will nicht als Problem bezeichnen, aber um die Besonderheit dieser ganzen Sache. Wenn Sie in der Beratung mit Medizinern sind, die machen ja nicht nur die steuerliche Begleitung, sondern auch eine betriebswirtschaftliche Begleitung. Auf welche Themen stoßen Sie zuerst? Was würden Sie sagen, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie über das Thema Arzt und Niederlassung nachdenken? Wichtig ist erstmal aus meiner Sicht die Reihenfolge, womit sich der Arzt beschäftigt. Ich empfehle erstmal immer, sämtliche Berater frühzeitig einzubinden. Bitte nicht die Verträge schon unterschreiben und danach den Steuerberater, den Finanzberater oder die Bank zu fragen. Das ist sicherlich erstmal so die falsche Reihenfolge. Und alleine da ist schon die erste Hürde, die manche Ärzte aus meiner Sicht nicht so im Blick haben. Wenn die das schon geschafft haben, wenn die Ärzte die Berater frühzeitig einbinden, haben wir überhaupt erstmal, und wir alle, das besteht immer aus dem Anwalt, dem Finanzberater, dem Steuerberater. Wir alle sozusagen im Dreiklang haben die Chance, den Mandanten dann dahin zu bringen, dass es dann auch Erfolg hat. Mhm. Das wäre so erstmal der wichtigste Schritt. Also frühzeitig Berater einbinden, nichts überstürzen dazu. Mhm. Und erleben Sie oder anders gefragt, wo sehen Sie den größten Bedarf bei dem Mediziner? Wenn wir mal feststellen, das Studium der Medizin dauert sehr lange, die fachliche Ausbildung ist hochqualifiziert, trotzdem ist ja für viele die Niederlassung eine Hürde. Also Hürde im Sinne von, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Gibt es ein Thema, wo Sie jetzt spontan sagen würden, das ist das Größte, wo der Arzt die meisten Fragen hat? Das eine Thema würde ich auf zwei erweitern. Mhm. Das ist einmal das Thema Betriebswirtschaft, das, was einem einfach im Studium der Medizin nicht beigebracht wird. Also dieses Verhältnis für Zahlen fängt an, ist der Kaufpreis angemessen bis zu, wo kriege ich eigentlich meine Einnahmen her? Also dieses betriebswirtschaftliche Verständnis, was am Anfang oft fehlt. Und das zweite Thema ist das Thema Personalführung, was in jeder Praxis, egal wie groß sie ist, ein Riesenthema ist und wo die Ärzte klassischerweise eben nicht darauf vorbereitet werden. Wenn überhaupt im Krankenhaus, aber da eher als der Befehlsempfänger und nicht derjenige, der die Befehle gibt. Mhm. Und es ist ja auch immer davon abhängig, wer gibt mir da in Anführungsstrichen Befehle oder von wem lerne ich. Ne? Also die Frage danach, welche Führungsstile übernehme ich, wahrscheinlich die ich selber im Krankenhaus in irgendeiner Art und Weise auch vermittelt bekommen habe. Ne? Und ohne dass es jetzt gut oder schlecht sein muss, aber trotzdem übernehme ich das meist. Wie gehen Sie vor in der Beratung? Also Sie haben vorhin schon von der Struktur gesprochen, die ich sehr wichtig finde. Also mal zu sagen, lass uns mal gemeinsam planen, bevor du irgendwelche Verträge unterschreibst oder irgendwelche Zusagen machst. Gibt es, ich sag mal, so eine Art Maßnahmenplan bei Ihnen? Ja, Maßnahmenplan ist immer sehr individuell, muss man sagen, weil jedes Projekt anders ist. Auch an den Niederlassungen gibt es ja, ich sag mal, so im Wesentlichen in drei Möglichkeiten. Das kann die klassische Neugründung sein, also speziell so im privatärztlichen Bereich sicherlich aufgrund der Zulassungssperren, dass jemand sagt, ich möchte mich privatärztlich komplett neu niederlassen. Da haben wir ganz andere Themen als jemand, der eine schon bestehende Praxis übernimmt, meistens eine KV-Praxis, in die er einsteigt. Und nochmal ganz anders ist das Thema, jemand kauft sich in eine Gemeinschaftspraxis ein. Also diese drei Varianten, die es ja im Rahmen der Niederlassung gibt, haben alle ganz unterschiedliche Ausprägungen.
sag mal, bei der Privatpraxis wird man sicherlich erstmal anfangen bei den Zahlen, also Businessplan schreiben, was braucht der Arzt eigentlich für eine Mindestzahl an Patienten. Da hängt ganz viel von den Zahlen ab, ob sich das überhaupt lohnt. Bei der klassischen Übernahme einer Einzelpraxis guckt man ja eher auf die Ist-Zahlen, nenne ich es mal, und überlegt, okay, kann mein Übernehmer das fortführen? Und wenn man das hat, weiß man, ein gewisser Sockel an Einnahmen kommt und dann liegt es im Interesse des Übernehmers, das weiterzuhalten oder was er daraus macht. Und bei einer Gemeinschaftspraxis bei dem Einstieg ist es dann auch nochmal anders. Klassischerweise geht einer raus, zwei andere sind noch da und bleiben auch vielleicht drin. Und wenn jetzt unser Arzt, der Übernehmer dort einsteigt, hat er ja noch zwei Kollegen, die wissen, wie es geht. Die sind schon lange in der Praxis, die können da nochmal Input geben und man kann es sich ganz gut aufteilen. Mhm. Daher gibt es so aus meiner Sicht nicht den einzigen Maßnahmenplan, sondern es hängt sehr von dem Projekt ab. Ja, sehe ich absolut auch so. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, da eine individuelle Beratung in den Vordergrund zu stellen, auch wenn es so ein paar Skills gibt natürlich, die Sie jetzt gerade ja alle schon genannt haben, die wichtig sind, um die Struktur eben damit reinzubringen. Wenn Sie mal so das Gros der Mediziner, die Sie beraten, überschlagen, können Sie sagen, gibt es einen Trend im Moment, in welche Richtung entwickeln sich die Praxen, eher nach wie vor Übernahme Einzelpraxis oder eben doch Gemeinschaft, Berufsausübungsgemeinschaft oder vielleicht sogar die ganz klassische Neugründung? Also der Trend, jetzt so aus unserer Erfahrung, geht schon eher zu den Zusammenschlüssen, also Gemeinschaftspraxen ab zwei Gesellschaftern geht dann auch teilweise, die immer größer werden. Das ist der Trend, den wir so wahrnehmen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch auch die klassischen Übernahmen von Einzelpraxen. Und wenn ich jetzt mal so die letzten 2-3 Jahre betrachte, muss ich sagen, auch die echte Neugründung hat jetzt bei uns zumindest im Kölner Bereich insoweit zugenommen, als manche Fachgebiete einfach, was Zulassungen angeht, extrem begehrt sind. Ich spreche jetzt vom Bereich der Orthopädie, vom Bereich der fachinternistischen, also Kardiologie und Co., dass die Zulassungen einen dermaßen Preis erreicht haben, dass vor dem Kontext schon doch wieder Mandanten die klassische Neugründung überlegen. Mhm. Dass wir im Bereich der Humanmedizin und im Bereich der Zahnmedizin sicherlich auch immer mal wieder das Thema Neugründung, was da auch immer wieder in den Köpfen ist, wobei es da aus meiner Sicht nicht so verstärkt ist wie in diesen begehrten Fachrichtungen, nenne ich es jetzt mal so. Das finde ich deshalb interessant, weil wir sprechen ja deutlich oder häufig auch über deutlich unterversorgte Gebiete. Jetzt sagen Sie auf der einen Seite, gerade im fachärztlichen Bereich haben wir bei Übernahmen hohe Kaufpreise in bestimmten fachärztlichen Bereichen. Die haben Sie auch gerade genannt, also fachinternistische Praxen, orthopädische Praxen, vielleicht auch Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und so weiter. Auf der anderen Seite sprechen wir aber sehr häufig davon, uns fehlen Mediziner. Also wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite sagen dann die Ärzte, Mensch, bevor ich einen hohen Kaufpreis bezahle, mache ich lieber selber mein Ding oder versuche es zumindest. Und auf der anderen Seite die Frage, aber danach fehlen uns Mediziner, um überhaupt die Praxen übernehmen zu können. Wie sehen Sie die Momente, Situation dieser Versorgungsstrukturen? Ja, es ist im Moment tatsächlich eine sehr diffuse Situation. Einerseits fehlen uns Mediziner, gerade wenn man sich die Statistiken anguckt, immer mehr und in ländlichen Bereichen auch immer mehr. Das ist auch das, was wir mitnehmen. Andererseits ist es in den städtischen beliebten Bereichen so, dass sich die Mediziner tatsächlich eher zu viel sind als zu wenig. Ich vergleiche das gerne eigentlich mit der Immobilienblase, wenn man sie denn so nennen möchte. Immobilien in den zentralen Städten steigen extrem im Wert, geht dann immer weiter raus, Speckgürtel, sage ich mal, sind die Immobilien auch noch teurer und je weiter man nach draußen kommt, desto preiswerter werden die Häuser. Und ich glaube, genauso ist es im Moment bei Arztpraxen. In der Beratung ist meine Empfehlung ganz oft, dass ich den Übernehmern sage, wenn ich jetzt mal beim Beispiel Köln bleibe, die Unternehmer oder die Ärzte können ja gerne in Köln wohnen bleiben, aber sie können sich eine Praxis suchen, die vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde auswärts liegt. Die müssen da ja nicht hinziehen. Ich selber bin Urkölner, ich möchte auch nicht aus Köln wegziehen. Kann ich auch jeden verstehen, der es möchte. Aber warum nicht eine Praxis suchen, die eine halbe, dreiviertel Stunde weg ist? Weniger Konkurrenzsituation, bessere Kaufpreise, was also deutlich preiswertere Praxen, angenehmes Arbeiten oft. Die Patienten sind da oft auch dankbar, dass es einen Nachfolger eigentlich gibt. Und nicht zu unterschätzen, man fährt antizyklisch. Man fährt nicht morgens in das Ballungsgebiet rein, um dort zu arbeiten, sondern man fährt raus, hat dadurch mit Stau zumindest relativ wenig zu tun. Mhm. Das ist das, was ich im Moment gerne vorschlage, von dem Konzept
bin ich zumindest relativ überzeugt, weil ich glaube, es vereint mehrere positive Aspekte. Warum glauben Sie, ist das für viele Mediziner so schwer, diesen Schritt zu gehen, also zu sagen, ich gehe mehr in die ländlichen Gebiete, weil genau das ist ja das, was uns fehlt. Wir brauchen die ländliche Versorgung, jetzt nicht nur im allgemeinmedizinischen oder im hausärztlichen Segment, sondern ja mehr und mehr auch in einigen Bereichen der Grundversorgung, im fachärztlichen Bereich. Ich glaube, was da einerseits sicherlich ein Thema ist, wenn wir von weit, ich nenne es mal in Anführungszeichen, richtig ländlichen Gebieten sprechen, also wo die nächste Großstadt tatsächlich 1,5-2 Stunden entfernt ist, da vermissen, glaube ich, die Mediziner dann auch die Infrastruktur, die sie selber für ihre Familien gerne hätten, also Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten. Das, glaube ich, ist da schon ein Schritt, der abschreckt. Und viele gehen auch dahin, was sie kennen, sage ich mal. Wenn man Konzepte in Praxen gearbeitet hat vor der Niederlassung, die sich in zentraleren Städten bewegt haben, weiß man, wie die Großstadt tickt. Man unterstellt, um mich herum sind viele potenzielle Patienten. Da wird es doch möglich sein, dass davon welche zu mir kommen. Was dabei oft unterschätzt wird, ist die Tatsache, dass allerdings die Konkurrenzsituation so hoch ist, dass die eigentlichen Patienten pro Arzt eigentlich die gleichen sind in der Großstadt oder im ländlichen Bereich. Sicherlich ist das Potenzial der Patienten größer, es verteilt sich nur anders. Ich glaube, das sind so die zwei wesentlichen Punkte. Einmal das Thema Unterschätzen und sicherlich auch der persönliche Wunsch, sage ich mal, nach dem Wohnen einer möglichst zentrumsnahen Versorgung. Erleben Sie, wenn Sie jetzt mal auf die persönliche Seite gehen des Mediziners, weil man ist ja doch in dieser Phase der Beratung sehr eng mit dem Mediziner, erleben Sie auch eine Sorge vor dem Thema Scheitern? Also, dass da Angst da ist, dass das, in was die Praxis an Herausforderungen liefert, nicht gewährleisten zu können? Scheitern, muss ich sagen, ein latentes Gefühl, ja. Die Selbstständigen, sage ich mal, die aber schon zu mir kommen, haben eigentlich diese Phase schon für sich in Anführungszeichen überschritten, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, es gibt viele Mediziner, die Angst haben vor dem Scheitern, die dann tatsächlich in den Krankenhäusern bleiben. Die nehmen aber auch häufig gar keinen Kontakt mit uns als Beratern auf, weil sie selber schon die Hürde als zu hoch ansehen. Die kommen also gar nicht bis zu uns, sodass wir vielleicht auch diese möglicherweise sehr subjektiven Empfindungen des Scheiterns mal objektivieren könnten. Denn ich persönlich halte das Risiko des Scheiterns für Mediziner als sehr gering, schätze ich es ein. Zumindest dann, wenn die Beratung gut läuft, und das decken ja auch die Statistiken der APO-Bank oder Ähnlichem, die sagen, die Insolvenzquote unter den Medizinern ist extrem gering und hat dann auch häufig eher etwas mit persönlichem Umfeld als mit wirtschaftlichen Themen zu tun. Da sehe ich ganz genauso. Ich glaube, der Mediziner muss einfach, also wenn man sich damit auseinandersetzt, mal überlegen, welche Möglichkeiten des Scheiterns innerhalb der Praxis bestehen denn überhaupt für ihn. Und ich glaube, egal wo wir sind, wir haben Versorgungsstrukturen, die ja gewährleisten, dass die Mediziner gewollt, gebraucht sind. Und wenn wir dann auch noch eine GKV-Praxis haben, beziehungsweise eine Kooperation haben, dann glaube ich, gibt es ganz, ganz wenig Praxen, die wirklich zum Scheitern nicht nur verurteilt sind, sondern überhaupt angelegt sind. Viele Probleme liegen ja eher im privaten Bereich also wirtschaftliche Probleme im privaten Bereich als dann im beruflichen Kontext, die unmittelbar was mit der Praxis zu tun haben. Denn auch ländliche Praxen oder gerade ländliche Praxen haben ja nicht das Problem, dass zu wenige Leute hinkommen, sondern eher, dass zu viele kommen und die Mediziner vielleicht aus dem Grunde dann sagen, Mensch, kriege ich das überhaupt hin? Jetzt gibt es ja von Regierungsseite aus, von den Ländern, von den kassenärztlichen Vereinigungen oder auch von der kassenärztlichen Bundesvereinigung viele Möglichkeiten der Subvention sogar, nehmen wir jetzt mal insbesondere das Thema der allgemeinmedizinischen Praxen, also die hausärztliche Versorgung grundlegend sicherzustellen. Und trotz der Subventionen haben wir tatsächlich in Deutschland bundesweit ein Problem, mehr Mediziner, insbesondere im allgemeinmedizinischen Bereich, in die eigenen Praxen zu bekommen. Glauben Sie, dass es Sinn machen würde, früher mit den jungen Medizinern, also Studium, Facharztausbildung, über das Thema ambulante Versorgung zu sprechen, damit wir das ändern können? Auf jeden Fall. Also ich denke, es fängt viel gerade im Studium an. Ich glaube, das Thema Allgemeinmedizin ist während des Studiums häufig unterschätzt. Die Studenten suchen die spezialisierten, aus Sicht der Studenten spezialisierten fachärztlichen Richtungen, weil sie, zumindest empfinde ich das oder erlebe ich das immer wieder in Diskussionen, jetzt auch, wenn man sich mit ärztlichen Studenten unterhält, warum möchtest du denn Allgemeinmedizin nicht machen, dass die unterstellen, es sei langweilig, es seien wenig Verdienstmöglichkeiten. Das sind so die Vorurteile, die mir einfach da entgegenschwappen, wo man sagt, naja, einmal Verdienstmöglichkeiten, muss man sagen. Wir haben sehr erfolgreiche allgemeinmedizinische Praxen. Die müssen sich vor keinem Fachinternisten oder fachärztlichen Praxen verstecken, muss man einfach sagen. Und das Thema langweilig,
Das können wir natürlich nur begrenzt beurteilen, Sie genauso wie ich, wir sind Steuerberater primär, aber wenn man sich mit den Allgemeinmedizinern unterhält, die ihren Beruf wirklich aus Leidenschaft machen, muss man sagen, ich glaube, es ist alles andere als langweilig. Man hat da ja das breite Spektrum, was möglicherweise bei einem jetzt mal operativ tätigen Augenarzt etwas eingeschränkter ist, als beim Allgemeinarzt, wo alles ankommt. Absolut. Und da ist eben auch die Frage, wie sehe ich mich oder wie nehme ich mich tatsächlich als Selbstständiger oder als Unternehmer auch wahr? Denn Unternehmer tatsächlich in der eigenen Praxis haben ja viel mehr Aufgaben als rein die fachliche Beratung, Begleitung. Wenn Sie sagen, wir haben gerade über das Thema 100 Mitarbeiter gesprochen, da kommen neue Herausforderungen auf Sie zu, auch wenn natürlich primär die Steuerberatung im Vordergrund steht, habe ich doch andere Aufgaben, wenn es um Unternehmensentwicklung geht. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss natürlich sehen, dass meine Praxis, beziehungsweise wenn wir jetzt mal bei Ihnen sind, meine Kanzlei weiter wächst, wenn ich auf diesem Expansionskurs bin oder wenn ich mich weiterentwickeln möchte oder auch die modernen Dinge weiter annehmen will. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass Sie sagen, da gibt es eine, wie sehe ich mich als Mediziner? Sehe ich mich tatsächlich als Arzt, der im Unternehmen arbeitet oder tatsächlich auch am Unternehmen langfristig arbeitet? Sie haben aber eine Sache gesagt, die ich mir aufgeschrieben, die ich nochmal ganz spannend finde. Vielleicht müssen wir da mal eine Lanze brechen. Der Allgemeinmediziner verdient zu wenig. Gibt es so eine Größenordnung, wo Sie sagen, da kann man hinkommen? Also ich habe gerade zwei Sachen im Kopf, aber ich wollte Ihnen mal den Vortritt lassen. Also wo man hinkommen kann, ist tatsächlich auch, ich habe eine Praxis vor Augen, die ausschließlich Kassenmedizin macht, sage ich jetzt mal. Also ausschließlich im Sinne von höchstens 5% Privatanteil. Mhm. Also eine ganz klassische allgemeinmedizinische Praxis in einem Stadtteil, wo auch einfach wenig Privatpatienten gut sind. Klassische Hausarztöffnungszeiten, also 8 bis 12, 2 Stunden mittags geschlossen, mittwochs nachmittags auch zu. Also wirklich von den Arbeitszeiten her auch, ja, wirklich die klassische Praxis. Die Inhaber sind zwar im Inhaber mit ein oder zwei Angestellten dabei, verdienen jeder ungefähr 250.000 bis 300.000 Gewinn pro Jahr. Die haben das geschafft. Man muss bereit sein, sicherlich eine Medizin zu leisten, die ausschließlich oder im Wesentlichen auf Masse ausgelegt ist. Das muss so sein, wenn man eine KV-Praxis hat dabei. Aber es funktioniert. Und ich glaube, das ist für mich immer so ein schönes Beispiel dafür. Man braucht nicht in einem schicken Stadtteil zu sein, um Geld zu verdienen als Allgemeinmediziner. Man muss das System verstehen und man muss auch bereit sein, das System der Abrechnung erstmal zu verstehen und auch bereit sein, das medizinisch so umzusetzen, wie es wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja, absolut. Ich glaube, dass gerade die Spanne bei keiner anderen Facharztrichtung so hoch sein kann wie beim Allgemeinmediziner. Also wir haben ja tatsächlich den, muss man auch ganz ehrlich sagen, der natürlich in auch vielleicht innerstädtisch mit den Herausforderungen nicht so gut zurechtkommt und dann vielleicht weiter die Zahlen innerhalb der KV, also Fallzahlen, die Patientenzahlen deutlich runtergehen und dann vielleicht mit zwischen 70.000 und 90.000 Euro nach Hause geht, also den Gewinn dann hat. Aber wir haben eben genau auch die Praxen, die Sie gerade beschrieben haben, wo wirklich die Möglichkeit besteht, viel, viel Geld zu verdienen. Und da gibt es tatsächlich Größenordnungen von 300.000 Euro pro Inhaber, die durchaus realisierbar sind und die auch immer wieder vorkommen, nämlich dann, wenn man die Struktur der Praxis so ausrichtet. Und das sind aber auch meist unternehmerisch denkende Praxen. Jetzt gibt es ja gerade bei Medizinern das Thema, ich bin kein Unternehmer und ein Unternehmer sein ist häufig negativ belegt, nach dem Motto, ich will mehr Geld verdienen und ich will mehr Geld aus meinen Patienten rausholen, aber das ist ja damit aus meiner Sicht nicht immer gemeint. Wie begleiten Sie, weil Sie ja auch sagen, Sie machen die betriebswirtschaftliche Beratung, wie begleiten Sie den Mediziner dahin, dass er vielleicht ein bisschen mehr unternehmerisch denken kann? Also wir nehmen gerade bei relativ neu niedergelassenen Medizinern die Gelegenheit gerne wahr, und dass wir uns regelmäßig treffen, quartalsweise oder zumindest halbjährlich, und wir reden aktiv über die Zahlen. Und in den Gesprächen versuchen wir ich nenne es jetzt mal betriebswirtschaftliche Sparringspartner zu sein. Sie haben völlig recht. Wir jetzt auch als Steuerberater können immer nur betriebswirtschaftliche Themen ansprechen. Wir sind keine Mediziner, aber der Mediziner muss in der Selbstständigkeit die Gratwanderung treffen zwischen guter medizinischer Versorgung und gleichzeitig ordentlichem Einkommen. Denn wenn er diese Gratwanderung nicht nimmt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein Beispiel, das mir sehr präsent geblieben ist. Wir hatten eine Gynäkologin, die sich für jeden Kassenpatient eine halbe Stunde Zeit genommen hat. Nicht nur im Rahmen der Anamnese, sondern laufend. Das muss man sagen, ist medizinisch sicherlich sehr sinnvoll gewesen. Betriebswirtschaftlich führte das aber dazu, dass sie sehr schnell ein halbes Jahr nach der Niederlassung schon extreme Zahlungsschwierigkeiten hatte, weil sie schlichtweg das Geld nicht gebracht hatte, was sie brauchte. Und diese Ärztin haben wir dazu gebracht,
in vorsichtigen Schritten eben in die Themen gebracht, die sie machen muss. Sie musste igeln. Sie musste auch die Zeitslots etwas geringer machen. Das hat nichts mit mehr Geld aus den Patienten rausholen zu tun, sondern einfach dieses wirtschaftliche Notwendigkeit zu erkennen, die die Ärzte auch brauchen. Und das ist tatsächlich ein immer wieder ein Grat, wo wir aus unserer Sicht zumindest mal die betriebswirtschaftlichen Aspekte aufnehmen können und dann mit dem Arzt gemeinsam versuchen, wo fühlt er sich noch wohl und wo sagt der Arzt ganz klar, nein, das möchte ich einfach nicht, das ist Medizin, die ich nicht machen möchte. Mhm. Absolut. Wir kommen später nochmal drauf. Sie haben mir im Vorgespräch noch gesagt, es gibt so 5 wichtige Dinge, die der Arzt bei der Gründung mal beachten sollte. Die können wir vielleicht hinterher, wenn wir ein Stück weiter sind, im Podcast nochmal mit aufführen. Fände ich ganz sinnvoll und wichtig, damit ich mich auch als junger Mediziner oder junge Medizinerin ein bisschen daran orientieren kann. Wenn Sie jetzt mal den Arztberuf sehen, wie hat er sich entwickelt aus Ihrer Sicht? Sie machen das ja jetzt auch schon eine ganze Zeit, die Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner, in der Sie ja Partner selber sind, auch besteht ja jetzt schon seit einiger Zeit, ist sehr renommiert. Sie haben auch in der Fokusärzte, also in der Fokusliste der Kanzleien, die top beraten, also immer wieder auch Wirtschaftsmagazine zeichnen Sie aus. Also sehr viel Erfahrung. Das heißt, das Know-how ist bei Ihnen da, um beurteilen zu können, wie entwickelt sich das ganze Thema Versorgung und ambulante Versorgung aus? Wo sehen Sie Trends, aber vielleicht auch Herausforderungen für die Mediziner? Also was wir mitbekommen haben, ist speziell in den letzten 5 bis 10 Jahren, muss man sagen, dass das Thema ambulante Versorgung nochmal einen wirklichen Schub bekommen hat. Gesetzesmöglichkeiten wurden geschaffen. Allein die Thematik, dass MVZs gegründet werden durften, hat dazu bewirkt sicherlich, dass ganz neue Möglichkeiten von Kooperationsformen entstanden sind. Die Zusammenarbeit ambulante und stationäre Versorgung kommt auch immer mehr. Also ich denke jetzt an den Orthopäden, der im Krankenhaus operieren geht. Ich denke an die radiologische Abteilung vom Krankenhaus, die von der Arztpraxis übernommen wird. Also diese Verzahnung findet immer mehr statt, muss man ganz klar sagen. Gleichzeitig ist es auch so, und damit müssen, glaube ich, alle Ärzte leben, dass alle 3-4 Jahre eine große Reform kommt, die erstmal alles wieder auf den Kopf stellt. Dabei, das ist einfach so, das ist von der Zulassungssperre oder der Neuordnung der Zulassungsbezirke, die noch relativ präsent sicherlich noch ist, die manche Fachgruppen, damals waren es noch die letzten 4 Fachgruppen, glaube ich, die zulassungsfrei waren, Pathologie, Nuklearmedizin, Labormedizin, wurden vor, ich glaube, 5-6 Jahren ja dann auch in die Zulassungssperre gebracht sozusagen. Mhm. Das sind alles wieder Herausforderungen. Damit müssen Ärzte umgehen. Und ich glaube, das wird auch immer so sein, von der EBM-Reform bis zur GOR-Reform, falls sie dann nochmal kommen sollte, die müssen Ärzte annehmen, müssen sie umgehen, aber auch unsere erfolgreichen Ärzte haben es immer geschafft, mit jeder Reform die Herausforderung anzunehmen und am Ende mindestens das Gleiche zu verdienen wie vorher, wenn nicht mehr. Mhm. Und diesen Gedanken sollten auch wirklich die Ärzte, die kurz vor der Niederlassung stehen, mitnehmen. Es ist herausfordernd, aber es ist machbar. Mhm. Und der Markt selber verändert sich gerade vor dem Hinblick der Kooperationsform extrem gerade weiter. Und das ist spannend, das eröffnet neue Möglichkeiten und eröffnet vor allen Dingen für unternehmerisch denkende Ärzte neue Möglichkeiten. Mhm. Jetzt haben Sie ganz viele Dinge schon angesprochen mit Versorgungszentren, mit der unterschiedlichen Strukturen, die es geben wird, Berufsausübungsgemeinschaften und so weiter und so weiter. Wenn man mal das ganze Thema Arzt und Unternehmer sieht, jetzt gibt es ja viele Mediziner, die haben nicht nur ihre Praxis, sondern die entwickeln aus der Praxis heraus neue Ideen. Viele wissen aber gar nicht, dass das möglich ist. Viele sagen, Mensch, ich bin Arzt, ja, und ich bin in meiner eigenen Praxis. Kann ich denn überhaupt ein weiteres Unternehmen gründen? Kann ich das aufbauen und kann ich nebenher im Sinne von aus meiner Praxis heraus etwas entwickeln? Also ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an viele Mediziner, die sich mit digitalen Möglichkeiten beschäftigen, jetzt auch Apps im medizinischen Sektor mit als Startups entwickeln. Gibt es da auch Erfahrungswerte? Sehen Sie, dass das ein Trend ist? Sehen Sie, dass die Mediziner da auch mehr Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln? Wir haben vorhin mal das Thema Langeweile angesprochen. Ja, als Hausarzt bin ich in einer Praxis, aber vielleicht habe ich eben auch da die Möglichkeit, Dinge zu tun, die ich mir vielleicht zu Beginn meines Studiums noch gar nicht vorstellen könnte. Gibt es da einen Trend? Ja, sehe ich auf jeden Fall. Mir fallen gerade spontan bestimmt 5-6 Mandanten ein, die genau solche Dinge machen, wie Sie sagten. Von der App-Entwicklung bis zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Was kann man damit in der Arztwelt machen? Ich habe Mandanten, die haben Patente entwickelt, die angemeldet haben. Alles neben ihrer regulären Praxistätigkeit. Originär, weil sie etwas haben wollten, mit dem sie in dem Fall besser operieren konnten. Die Idee war so gut, dass sie es zum Patent angemeldet haben. Also ich glaube, da gibt es einfach viele Möglichkeiten.
Möglichkeiten, wo Ärzte sagen, ja, wenn wir kreativ sind, wenn wir unternehmerisch denken, wir müssen uns nicht auf die reine Medizin beschränken. Und inwieweit gäbe das oder gibt das jetzt mal rein aus steuerlicher Sicht Probleme mit der Praxis? Oder können Sie sagen, das trennen wir so, das müssen wir so trennen voneinander, dass beides nebeneinander gut funktionieren kann? Genau, es ist möglich, aber es muss getrennt werden. Von daher, die gute Nachricht ist, der Arzt kann alles machen steuerlich. Mhm. Das, worauf er achten sollte, ist vorher den Steuerberater fragen und das Ganze immer möglichst getrennt machen in einem eigenen Unternehmen, kann auch ein Einzelunternehmen sein, was auf jeden Fall buchhalterisch und steuerlich so strikt getrennt ist von der Praxis, dass man immer trennen kann. Patententwicklung oder App-Entwicklung ist das eine. Praxis ist das andere, um nicht die Freiberuflichkeit der Praxis zu gefährden. Ich glaube, das ist ein hochspannendes und wichtiges Thema, weil das erlebt man immer wieder, dass das Mediziner nicht wissen und sagen, das geht nebeneinander, das kann ich nicht machen, aber man muss einfach die Dinge klar trennen. Und da ist, glaube ich, der Hinweis wirklich wichtig, sich einen guten Berater zu nehmen an der Seite, weil der kann alles mitentwickeln oder die Kanzlei, wer auch immer das dann ist, kann das mitentwickeln. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich alle Verlinkungen zu Herrn Gasten, zur Steuerkanzlei in die Shownotes nehmen. Also die Verbindung zu Ihnen kann auch direkt hergestellt werden, wenn jemand möchte und sagt, Mensch, ich habe ein steuerliches Thema und möchte mich gerne mal von einem Fachmann da beraten lassen, würden wir natürlich die Verlinkung sofort reinnehmen. Denn ich halte das für extrem wichtig, dass man, gerade wenn man gute Ideen hat, die Menschen um sich hat, die einem da wirklich weiterhelfen können und die von vornherein Fehler, die man vielleicht machen könnte, nicht, weil man vielleicht nicht mutig genug ist, sondern weil man einfach vielleicht so ein paar Dinge nicht oder auch als Unternehmer nicht mal wissen kann. Denn das ist auch etwas, was sich eigentlich bei vielen Erfolgsgeschichten, die wir hier im Podcast haben, wie ein roter Faden durchzieht, dass viele Mediziner sagen, ich brauche ein gutes Team an meiner Seite und dieses Team besteht eben aus und da ist natürlich ein gutes Steuerbüro extrem wichtig, um diese Fehler, die man da machen kann, auch das Thema Steuern, das Thema Steuerrücklagen, das Thema Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, also wir haben ja plötzlich andere Thematiken, wenn ich auch in andere gewerbliche Bereiche reinkomme. Ne? Also da immer der Hinweis, bitte direkt mit Herrn Gasten in Verbindung setzen, sollte es da irgendwelche Fragen geben. Das Thema Digitalisierung spielt ja in der medizinischen Welt im Moment eine sehr, sehr große Rolle. Wenn Sie, auch da nochmal die Frage, wenn Sie mit Ihren Mandanten zu tun haben, inwieweit stoßen Sie da auf Skepsis oder auch auf Probleme? Erstaunlicherweise wenig. Ich nenne es deswegen erstaunlicherweise, weil in unserer Kanzlei haben wir auch den gewerblichen Mittelstand, der mitbetreut wird. Und meine Kollegen aus dem gewerblichen Mittelstand, die auch viel mit IT-Startups zu tun haben, haben so die Vorurteile, ja, mit Ärzten muss man ja nicht über Digitalisierung reden. Das ist so in deren Köpfen drin. Und ich entgegne immer, das ist überhaupt nicht so. Wir haben viele Ärzte, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, sei es beim Thema Praxissoftware, optimal nutzen, Prozessoptimierung durch die Praxissoftware, iPads, die in Wartezimmern ausliegen für die Erstanamnese, für Yameda-Bewertungen. Das sind alles Themen auf dem Weg zur Digitalisierung. Über das digitale Röntgen. Ich glaube, in Arztpraxen ist das Thema sehr, sehr immanent, immer wieder. Die Frage ist, glaube ich, weniger, ob die Ärzte es für sinnvoll halten, sondern eher die Frage, ob sie sagen, wir halten es für sinnvoll, aber scheuen gerade noch die Investition. Das ist noch das Einzige, was manchmal, glaube ich, aus meiner Sicht die Ärzte abhält. Ich glaube, sinnvoll halten es fast alle, weil, zumindest auch aus meiner Sicht, man sieht, wie viel schneller man in den Praxenprozesse vorbereiten kann und durchführen kann. Und am Ende muss man ja sagen, ist die Arbeitszeit des Arztes, ist das, was ihm Geld bringt, aber auch die beschränkende Komponente. Und je besser wir diese Arbeitszeit nutzen, je besser der Arzt seine Arbeitszeit nutzt, desto erfolgreicher kann er wirtschaftlich werden. Mhm. Und das wird er am Ende nur mit dem Thema Digitalisierung schaffen. Mhm. Ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, um offen zu sein als Unternehmer, sich nicht zu verschließen. Also auch da sagen wir natürlich immer wieder, das ist auch ein ganzheitliches Thema, denn die haben vorhin das Thema Personalführung oder Personal grundsätzlich auch mitgeführt, selbst wenn der Arzt hoch innovativ ist, er seine Mitarbeiter oder Helferinnen aber nicht mitnimmt in dieser Innovation und einfach denen etwas vorsetzt, glaube ich, ist es genauso schwierig, wie den Patienten irgendetwas vorzusetzen. Aber ich glaube, die gemeinsame Entwicklung der Praxis ist und auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen, hilft. Was mir gut gefällt, wenn ich mit Ihnen spreche, auch bei Themen, wenn wir Überschneidungen haben, vielleicht bei dem einen oder anderen Mandat, was wir gemeinsam haben, dann ist immer so eine ganzheitliche Begleitung. Also Sie sagen nicht nur, wir gucken uns nur das Thema Steuern an, sondern wir gucken
grundsätzlich auf die Praxis, auf den Mandanten. Ich glaube, das ist auch noch was nicht unwichtig ist in der Betreuung. Wir reden jetzt hier schon knapp eine halbe Stunde, aber wir haben noch nicht einmal über das Thema, ich sag mal, Paragraphen oder sonst irgendwas gesprochen, sondern es ist immer eine sehr gute Begleitung auf Augenhöhe. Inwieweit halten Sie das für wichtig, auch dem Mandanten, also dem Arzt, dem Mediziner deutlich zu machen, auch wir reden auf Augenhöhe, weil wir wissen ganz viel von dir? Also ich halte es für sehr wichtig. In unserer Beratung haben wir den Ansatz, das Steuerliche ist unser Job. Das ist, kann man von jedem Steuerberater erwarten, dass er die steuerlichen Dinge richtig umsetzt. Ich nenne das immer die Basistätigkeit, die muss gewährleistet sein dazu. Aber der Arzt selber, der möchte ja, zumindest ist das mein Denken, er möchte von mir nicht hören, wie Steuern geht. Dafür hat er ja uns als Kanzlei. Sondern er möchte viel mehr Dinge hören, oder zumindest stelle ich mir das vor, die ihn wirtschaftlich erfolgreich machen. Ich habe für mich den Anspruch, ich möchte es schaffen, dass die Praxis meiner Mandanten erfolgreich wird oder dass meine Mandanten auch im privaten Bereich alles optimal ausnutzen. Und Steuern ist da nur ein Randthema, darum kümmern wir uns, aber das ist nicht das, was am Ende den strategischen Erfolg ausmacht. Ich werde auch ganz oft gefragt von Mandanten, wie kann ich denn Steuern sparen? Und ich versuche das eigentlich umzudrehen und sage, das Thema Steuern sparen ist nicht das, was sie wirtschaftlich nach vorne bringt. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie Sie mehr Geld verdienen. Das ist das, was viel mehr Spaß macht. Mehr Geld verdienen macht immer mehr Spaß. Und am Ende haben Sie damit mehr in der Tasche, als wenn Sie irgendwo ein, ich nenne es jetzt mal, mehr oder weniger dubioses Steuersparmodell abschließen. Dann machen wir uns eher Gedanken darüber, wie er unternehmerisch nach vorne kommt. Und das kann durch ganz viele unterschiedliche Themen kommen. Und da hilft es natürlich auch, dass ich selber Unternehmer bin und einfach eine grundsätzlich unternehmerische Sichtweise auf Dinge habe. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt, als Unternehmer einen Unternehmer zu beraten oder einen unternehmerisch denkenden Menschen an der Seite zu haben, um das auch weiterzuentwickeln. Und ich finde sehr schön, was Sie gerade gesagt haben, dass es nicht um Steuern sparen geht, sondern darum, sich wirtschaftlich gut aufzustellen und ich sage immer in dem Zusammenhang, wenn ich mir selbst geholfen habe, also wenn es mir als Arzt, als Mediziner, als Unternehmer gut geht, dann kann ich auch meinen anderen Menschen, Mitmenschen, meinen Helferinnen, meinem Personal, meinen Patienten weiterhelfen. Denn wenn ich das aus einer wirtschaftlich unsicheren Situation oder einfach einer wirtschaftlich schwierigen Situation heraus versuche, das ist immer schwer. Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen im Flugzeug, ne? Wenn die Atemmaske runterkommt, ich setze mir erst selbst eine auf und dann helfe ich den anderen. Weil wenn ich dann irgendwann meine Maske nicht aufhabe, aber alle anderen sind bedient, habe ich ein viel größeres Problem. Ne? Eine Sache würde ich ganz gerne noch, bevor wir mal auf die praktischen Tipps kommen, mit Ihnen besprechen. Das ist das Thema Investoren am Gesundheitsmarkt versus hausärztliche Einzelpraxis oder fachärztliche Praxis. Wir erleben ja tatsächlich, dass jetzt nicht unbedingt im Segment der Hausärzte, aber auch da kommen teilweise schon Strukturen auf, die in diese Richtung gehen. Erleben ist, dass wir Investoren haben, die sagen, für uns ist der Medizinmarkt ein Wachstumsmarkt und auch hochspannend und interessant. Und wir investieren in Praxen, kaufen Praxen auf und versuchen große Konstrukte, sofern das rechtlich, steuerlich und so weiter möglich ist, herzustellen. Wie sehen Sie das? Ist das eher eine rosarote oder eher eine dunkle Brille? Ich bin da auch zwiegespalten, muss ich sagen. Einerseits muss ich sagen, ist es erstmal als neutraler Betrachter für mich bedenklich, dass Investoren in den Markt kommen, weil offensichtlich im Gesundheitsmarkt so viel Geld verdient werden kann, dass es sich als Anlage lohnt. Das finde ich einfach als neutraler Beobachter. Per se muss ich sagen, da könnte im System in irgendeiner Form etwas falsch laufen, wenn so etwas überhaupt attraktiv ist. Dazu andererseits sage ich natürlich auch aus Patientensicht, ich glaube aus Patientensicht nicht, dass investorengeführte Praxen per se schlechter sind. Ich glaube, die haben einfach einen hohen Qualitätsstandard, sicherlich aufgrund ihrer Professionalität dabei. Möglicherweise, was das Thema Abrechnungen angeht, das, was man in den Vorurteilen liest, nicht immer so nur auf den Patienten gerichtet. Trotzdem glaube ich, aus Patientensicht, versorgungsmäßig, sind die Investorenpraxen nicht schlechter als inhabergeführte Praxen dabei. Was es tatsächlich schwierig macht, und das sehe ich als Problem an, ist, dass es mittlerweile schon manche Märkte gibt, Bereich der Nephrologie, wo es schon fast unmöglich ist für den Arzt, der sich niederlassen möchte, überhaupt eine Praxis zu finden, denn die Praxen gehören faktisch alle den gleichen Unternehmen. Und in dem Moment, wo wir eine Ausgangslage haben, wo mehrere Unternehmen den Markt dominieren, halte ich es, egal wie kartellrechtliche, wirklich rechtlichen Themen dabei sind, halte ich es für bedenklich, sowohl für den niedergelassenen Arzt als auch für andere dabei.
bin auch nicht davon überzeugt, dass sich alle Investoren den großen Gefallen tun, so in den Markt reinzugehen. Denn wie das wirklich in 5 bis 10 Jahren aussieht, wenn die Investoren merken, hat sich das jetzt gelohnt oder nicht, bin ich ehrlich, kann ich im Moment noch keine Aussage zu treffen. Ist auch zum Glück nicht mein Thema, muss ich sagen. Das ist ja dann Thema der Investoren. Aber ich bin gespannt, ob die es nachher bereuen werden oder glücklich sind, in den Markt so massiv reingegangen. Ja, sehen Sie vielleicht auch eine Chance, was das angeht zum Thema Patientenversorgung, also gerade in unterversorgten Gebieten, wenn wir Strukturen aufbauen über Investoren, die zumindest vielleicht auch einen Auftrag bekommen, damit eine Patientensicherheit oder Sicherstellungsmerkmal zu gewährleisten? Auf jeden Fall. Vorteil der Investoren ist ja auch, dass die Investoren zum Beispiel jetzt in unterversorgten Gebieten Praxen einrichten könnten, wo sich Ärzte dann drauf anstellen lassen. Das bedeutet weniger Risiko für den Arzt, bedeutet damit eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Gebiete überhaupt versorgt werden. Und in dem Moment, wo ein Investor das schafft, halte ich es für auch strategisch sinnvoll. Ich glaube, nur die Investoren werden es nicht freiwillig machen, zumindest in solche Märkte reinzugehen, denn die primär suchen die Investoren im Moment die hochspezialisierten Märkte in Ballungsgebieten, zumindest die ich so im Moment im Kopf habe. Aber nicht für den wirklich ländlichen Bereich, der aus Versorgungsaspekten sicherlich noch Nachholbedarf hätte. Vielleicht ist das aber ein Modell für die Zukunft, Investoren sowohl das eine als auch das andere tun zu lassen, indem man gegebenenfalls sagt, okay, bis zu einem gewissen Maße könnt ihr das tun, wenn ihr im zweiten Step die Auflage bekommt, ihr müsst auch die ländlichen Regionen weiter sicherstellen, ihr müsst dazu beitragen, dass wir eben in den unterversorgten Gebieten zumindest Teile eurer Praxen ebenfalls etabliert oder gegebenenfalls auch sektorenübergreifend arbeitet. Denn auch das, glaube ich, ist ein Thema für die Zukunft und für unterversorgte Gebiete, inwieweit man ambulant stationär zusammenführt, um damit eine gute Patientensicherheit sicherzustellen. Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Soweit wollte ich gar nicht gehen. Ich würde ganz gerne nochmal mit Ihnen über das Thema der paar praktische Tipps für den Mediziner sprechen, der in der eigenen Praxis ist. Also wir hatten mal darüber gesprochen, gibt es so ein paar Dinge, vielleicht so 5 Punkte, die man nennen kann, die wichtig sind und die man beachtet, wenn ich wirtschaftlich in die eigene Praxis gehe. Ja, also aus der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben mit Übernahmen, sei es jetzt die Neugründung oder dem Einkauf in eine Praxis, sind es so die 5 wesentlichen Punkte, so aus unserer Sicht, die man immer beachten sollte dabei. Das ist einmal wirklich das Thema, die Ärzte sollten sich genügend Zeit nehmen für die Übernahme. Es hilft nichts, bis zum 31.03. im Krankenhaus Vollzeit zu arbeiten und ab 1.04. eine Einzelpraxis zu übernehmen. Da sind einfach so viele Dinge zu beachten dabei, die nichts mit Steuern zu tun haben, sondern mit ganz vielen anderen Themen. Da hängen Abrechnungen dran, da hängt Personal dran. Da hilft es, zwischenzeitlich einfach mal 1-2 Monate auch Zeit zu haben, sich mit diesen Dingen in Ruhe auseinanderzusetzen, denn im Praxisbetrieb fehlt nachher die Zeit. Also das ist wirklich ein Rat, den ich immer wieder voller Überzeugung mitgebe, sich Zeit zu nehmen vor der Niederlassung etwas. Auch vor der Niederlassung ist ein großes Thema das Thema Marketing. Gerade bei Übernahme von Einzelpraxen oder auch Neugründungen dabei unterschätzen Sie nie die Chancen von Marketing. Ich bin großer Freund davon, direkt am Anfang ein großes Marketingbudget einzuplanen. Wenn Sie es direkt am Anfang ausgeben, kostet es nicht mehr, als wenn Sie es 2 Jahre später machen, aber Sie haben schon 2 Jahre früher den Effekt. Und Marketing, dazu gehört eine gute Homepage zu, da gehört Yamee dazu, denn Sie wollen doch Privatpatienten im Idealfall oder generell Neupatienten werben. Dazu gehört ein ordentliches CI zu, ein Logo zu. Und mit diesem CI und Logo können Sie dann auch im Rahmen der Praxisübernahme Ihren eigenen Stempel sozusagen der Praxis aufdrücken. Suchen Sie eine Farbe aus, sei es blau, sei es grün, was auch immer, und ziehen Sie diese Farbe konsequent durch. Also Marketing ist so das zweite große Thema. Nicht direkt vor der Praxis, aber spätestens 3 Monate später empfehle ich immer auch ein Abrechnungscoaching zu machen. Das heißt, suchen Sie spezialisierte Berater, die Sie beraten, wie rechnen Sie richtig EBM und GOR ab. Das würde ich nicht vor der Praxis machen, denn da fehlt Ihnen noch etwas Erfahrung, aber nach so 3 Monaten Praxisbetrieb haben Sie die Erfahrung, die Sie brauchen, um sich das Coaching zu holen. Da nimmt jeder etwas mit. Ich bin davon überzeugt, auch Mandanten, die schon 10 Jahre tätig sind, sollten sowas mal regelmäßig machen und sich vor allen Dingen nicht nur auf die Helferin verlassen, dass die richtig abrechnen, denn es ist ja ihr Geld. Auch im Rahmen der Tatsache, wenn man schon etwas tätig ist, ist der Erfolg eines Arztes, nenne ich es jetzt mal, hängt, hatte ich eben schon mal erwähnt, an seinem Thema Zeit. Zeitfaktor ist das höchste, oder die Zeit ist das höchste Gut des Arztes. Die Ärzte müssen lernen, Dinge zu delegieren.
Aber Sie müssen lernen, Dinge abzugeben, sei es an den EDV-Dienstleister, sei es an die MFAs. Alles, was der Arzt sich selber machen muss, ist eine gute Leistung denn dazu. Denn der Arzt sollte in der Zeit, wo er arbeitet, zwei Dinge im Idealfall tun. Entweder er verdient Geld oder, wenn er kein Geld verdient, sollte er die Zeit mit etwas anderem nutzen. Das ist besser Freizeit als Dinge, sage ich mal, von denen er nicht, die er nicht originär gelernt hat. Also entweder Geld verdienen oder Freizeit machen, ist beides besser als Dinge zu tun, die man eigentlich nicht möchte. Dann holt man sich lieber Dienstleister, die es für einen übernehmen. Also Dinge delegieren ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Unsere erfolgreichen Ärzte haben das verstanden. Die haben Dinge so delegiert, dass sie möglichst nur noch das tun können, was ihre Kernaufgabe ist. Und am Ende sicherlich ein Thema, was laufend sowohl in den ersten 3 Monaten als auch danach immer Thema ist, ist das Thema Steuerrücklagen. Mhm. Also gerade Existenzgründer sollten nicht denken, dass das Geld, was auf ihrem Konto liegt, immer das Nettogeld ist sozusagen, sondern da möchte das Finanzamt immer noch seinen Pack von haben. Fragen Sie da den Steuerberater, dass der Ihnen ausrechnet, was Sie an Rücklagen bilden sollten. Sie selber werden das nicht schaffen. Der Steuerberater kann Ihnen das aber immer ausrechnen, sodass Sie wissen, von dem Geld, was auf meinem Praxiskonto liegt, gehört fiktiv Summe X dem Finanzamt. Auf diesem Status sollten Sie immer sein, damit Sie keine Steuerüberraschungen bekommen. Das sind so die 5 Dinge, sage ich mal, die Big Points, die wir in der laufenden Beratung immer jedem Arzt sehr dringend ans Herz legen. Gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen bestätigt das, was ich gerade gesagt habe. Sie sind sehr ganzheitlich aufgestellt, beschäftigen sich auch mit dem Mandanten, mit Dingen, die unmittelbar mit Ihnen nichts zu tun haben, aber die aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung eben ganz besonders wichtig sind, um erfolgreich als Unternehmer, als Unternehmerin in der eigenen Praxis zu arbeiten. Ich wiederhole das doch mal. Also einmal Zeit für die Planung der Übernahme oder der Neugründung einplanen, genügend Zeit einplanen. Dann haben Sie gesagt, Dinge delegieren, also nicht alles selber machen, sondern sich auch da wieder ein Team holen, gute Leute heranholen, mit denen man die Niederlassung plant. Sehr schön finde ich das Thema Abrechnungscoaching, auch nicht vielleicht unmittelbar, sondern wenn ich 2, 3, 4 Monate arbeite, das erste oder zweite Quartal hinter mir habe, die ersten Erfahrungen gemacht habe, um mich dann aber wirklich tief mit dem Thema zu beschäftigen. Sehr schön auch das Thema Marketing nicht unterschätzen, also sich mit der Außendarstellung, mit dem Personal Branding zu beschäftigen. Vielleicht auch zu sagen, fand ich nochmal sehr gut, habe nicht einfach nur eine Praxis übernommen, sondern ich stehe ja selber auch als Mediziner da und möchte mich auch als Mediziner da etablieren. Deshalb ist Praxismarketing wichtig und letztendlich das Thema Steuern, Steuerrücklagen in Kooperation, gerade mit dem Berater, der in die Praxis weitergeholfen hat. Tolle Tipps zum Schluss. Ich glaube auch nochmal für viele so ein kleiner Aha-Effekt zu sagen, Mensch, ich muss tatsächlich mich nicht nur mit Betriebswirtschaft, sondern auch mit vielen anderen Dingen beschäftigen. Deshalb so wichtig. Wir machen auch diese Tipps nochmal unten in die Shownotes, damit es nochmal eine Zusammenfassung gibt. Herr Carsten, wir hätten noch über ganz viele andere Dinge sprechen können. Ich habe hier noch ganz viel stehen, wie das immer so ist. Ich möchte zum Schluss mit Ihnen noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen und ich starte mit der Frage Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten, sagen wir mal, nur 5 Jahren? Die Medizin wird digitalisierter werden. Also wir hatten es eben schon angesprochen. Da bin ich davon überzeugt, dass das immer weiter fortschreiten wird. Geht im Moment auch schon viel in den Gesetzesvorhaben, geht ja in diese Richtung. Das Thema Digitalisierung wird in den nächsten 5 Jahren nochmal eine ganz neue Dimension annehmen. Da bin ich fest von überzeugt. Dazu und gleichzeitig wird es bei der Entwicklung der Medizin auch dazu kommen, dass die Kooperationen immer weiter zunehmen, auch vor dem Kontext des Ärztemangels, dass man sich immer wieder überlegen muss, wie gehen wir mit diesem konkreten Ärztemangel, der in den nächsten 5 Jahren sicherlich sich verstärken wird, aktiv um. Da wird es Lösungen geben, hoffentlich, dabei, aber das wird uns die nächsten 5 Jahre sicherlich beschäftigen. Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Für mich selber muss ich sagen, ja, Hauptsache, man bleibt gesund. Man weiß es immer dann zu schätzen, wenn man im Bekanntenkreis wieder Dinge mitkriegt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man keine wesentlichen Leiden hat. Thema Gesundheit im persönlichen Umfeld, muss man sagen, man nimmt es zu oft als gegeben hin. Und ich selber werde immer daran erinnert, wenn ich Geschichten höre oder von nahen Bekannten hören, die Krebs bekommen haben oder Ähnliches, wird man wieder daran erinnert, wie wichtig das eigentlich ist, dass man gesund ist. Ich glaube, es wird unterschätzt. Also ich selber unterschätze es. Ich nehme es zu sehr als gegeben hin. Aber Sie haben zumindest jetzt mal drüber nachgedacht. Das ist ja auch schon mal was wert. Das ist so. Ja, welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin als Unternehmerin oder als Unternehmer haben? Sollte unternehmerisch denken und Spaß dran haben. Keine Scheu haben, nicht nur Bedenken haben, sondern die Chancen sehen und Risiken zwar auch sehen, aber direkt lösungsorientiert dran arbeiten. Ich glaube, mit diesen 2 Punkten
kann man viel erreichen, um nachher auch am Ende erfolgreich zu sein. Mhm. Gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie in der letzten Zeit besonders motiviert, mitgerissen oder erreicht hat? Tatsächlich ein Buch, das ist Der 5-Minuten-Manager und der Klammeraffe. Kann ich jedem ans Herz legen, geht um das Thema Delegieren und um die Thematik, dass man sich nicht Probleme des Mitarbeiters auf die eigene Schulter setzen soll, sondern diesen bildlich gesprochenen Affen an den Mitarbeiter wieder zurücksetzen soll und ihm dabei helfen soll, das Problem zu lösen. Kann ich jedem wirklich ans Herz legen, ist ein tolles Buch, was einem als Unternehmer nochmal ganz neue Sichtweise gibt. Sehr schöner Tipp. Ich habe ja wirklich diese Frage schon häufig gestellt und bekomme auch viele Bücher, die schon mal genannt sind. Das habe ich noch nie gehört, kenne ich auch überhaupt selbst gar nicht. Toller Tipp, vielen Dank. Ja, und gibt es jemanden, den Sie uns hier als Interviewgast gerne aus dem Bereich der Medizin für den Business Talk Podcast empfehlen können, den Sie gerne mal hier hören würden? Also wenn Sie es schaffen würden, Herrn Lessmann zu machen von der 360-Grad-Gruppe, ich glaube, das wäre nochmal als Vollblutunternehmer jemand, der nochmal einen ganz eigenen Blick auf die Dinge haben könnte, weil er selber nun mal wirklich geschafft hat, ein großes Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, von seiner Erfahrung könnten alle noch etwas lernen. Ja, ist immer schön, Unternehmer zu haben, die die Erfolgsgeschichte vielleicht auch nochmal weitergeben können. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute, Herr Gasten. Ich glaube, wir sind den Erwartungen gerecht geworden. Ich habe vorher in der Ankündigung gesagt, es wird heute sehr praktisch werden. Ich glaube, wir haben viele Tipps nochmal weitergegeben. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wenn jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen will, kann er das unmittelbar tun oder auch gerne über uns. Wir würden dann die Adressen nochmal weitergeben. Für alle die wieder dabei waren heute, danke fürs Zuhören und wie immer, denkt daran, den Podcast zu bewerten bei iTunes, YouTube oder wo auch immer ihr uns hört. Und ich wünsche allen eine schöne Woche, bleibt unternehmerisch und das letzte Wort überlasse ich wie immer meinem Interviewgast. Ja, Herr Neumann, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht und an alle Zuhörer, Ihnen hoffe ich, hat es genauso Spaß gemacht wie uns beiden. Ich wünsche Ihnen allen noch viel Erfolg.